Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wounded Knee. Die Pinkertons. Alkohol, Glücksspiel. Und natürlich Anna. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben. Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Booker. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind sie zufrieden. Was führt Sie nach Columbia, Booker? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer, nicht? Es endet immer mit Blutvergießen. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und dein Pfad gewunden. Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst! Ach du Scheiße. Sorge, ich tue dir schon nichts. Schön hinsetzen, dann wird alles gut. Okay, ich krieg das Ding schon irgendwie flott. Der Herr vergibt alles. Aber ich
ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Ist es Monument Island. Möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen.
kurze Minute sind. Was machen die mit ihr? Hey, Mr. Thompson, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht. Letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweise Sicherung nur für den Zipfern allein. Ich kann nicht. Da passiert irgendwas. Was? Warten Sie. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen, ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elizabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen.
Umkleideraum. Da müssen wir hin. Es ist sie. Was ist? Oh Mann. Was immer das war. Es hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Dieser Job wird immer mieser. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Hörst du jetzt auf? Ich tu dir doch nichts. Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin ein Freund. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg! Sind Sie echt? Ziemlich echt sogar. Kommt. Sie müssen gehen. Warum? Er darf Sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich zieh mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie wär's damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll... Gib mir das her. So kommen wir raus.
rauskomme. Das wird sich zeigen. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Hier lang, kommen Sie! Hol den Aufzug! Wieso? Was ist? Drück den Knopf! Was ist denn hier los? Haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Ja.
Hören Sie das? Das ist Musik. Genau, ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Wo ist sie? Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Wollen Sie mir etwas andrehen? Ich habe nämlich kein Interesse. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Blauer Rock? Nein? Nein. Aber ich bin solo, falls du eine Begleitung suchst. Hey, ich suche eine junge Frau. Wer nicht, Bruder? Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Alles Schwindel. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Ändern sich. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Wem sagst du das? Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ich gehe doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keiner eine hübsche Badehose kauft. Nun, er ist dein Bruder. Sieh ihn dir an. Total zurückgeblieben. Weißt du, ich kenne dich. Und springen! 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 Runter zu den Zehen! 2, 3! Okay, also dann. Ihr seid stark! Stark! Weg da! Mann, Mister! Wir arbeiten hier! Tut so, als wärt ihr Herkules! Jawohl! Gut so!
ich werde dich heiraten. Den Spruch kenne ich schon. Du musst mir glauben. Ich liebe sie nicht mehr. Es ist unglaublich. Idioten, man sollte sie absaufen lassen. Die Herde aus dann. Also das ist jetzt aber dabei. Das ist typisch Vox Populi. Die Iren. Ah, was für ein Leben. Mir fehlen echt nicht. Hey, Kleine. Kleine. Könntest du... Hey, hör auf damit. Bitte, Schluss jetzt. Okay, Kleine. Komm jetzt. Hey, Kleine. Hey, Kleine. Kleine. Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja, wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt. Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Oh, riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Die Leine. Mr. DeWitt, Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Sieht fast aus wie ein echter Ozean. Dabei sind es nur auf ihn montierte Pumpen und Auffangbecken. Sieht aus, als wären wir reich, Mr. DeWitt. Oh, dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Mr. DeWitt, hier. Sehen Sie mal. Vogel. Oder den Käfig. Oder vielleicht den Vogel. Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie... Schon gut.
Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser, der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfer... Den rechten. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott! Mein Gott! Fitzroy, bestimmt! Sehen Sie! Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los! Du weißt, was der Prophet sieht. Ihr sagt uns, was ihm weiß scheint. Das ist schon alles in Ordnung. Songbird, als es passiert ist. Was mich interessiert ist, wieso ist nie ein Handyman da? Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Arme nach oben. Finger spreizen. Beine spreizen. Stillstehen. Halten Sie still. Da komme ich nicht durch. Ich weiß schon was. Kommen Sie. Seht euch den an. Hey, Hulle, zieh dir den an. Ich verstehe nicht, warum Sie uns alle aufhalten, um diesen einen Mann zu finden. Hast du das mit der Statue gehört? Mein Gott, was ist los? Die sollten Finken einfach ausräuchern und fertig. Was passiert da? Ach, das Ding ist versperrt. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Wo hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Hier drüben. Ich habe diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Verdächtig. Stellen Sie ein... Als ich Columbia zum ersten Mal sah, hatte... ...ich noch nie einen klareren, blaueren Himmel gesehen. Es war wie im Paradies. Dann, als sich die Augen an das Licht gewöhnt hatten... Hey, Mister, ein Meer von Weißen, die einen kalt anstarrten. Kennen wir uns? Da bei der Verlosung vorhin. Ohne sie wären wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie sie kommt. Hey! Flawless Flintlock!
die neueste Ausgabe der Serie. Das Erscheinen wurde 3-mal verschoben. Bist du ein Schlaukopf? Zuckerwatte! Holt euch Zuckerwatte! Mmh. Mmh. Das schmeckt toll! Verzeihung, aber haben darf Sie ich schon Ihnen mal sowas probiert? Anbieten? Mensch, was ich alles verpasst habe! Kommst du, wird sich um sie kümmern. Ich sie weiß sich mit unserem nicht. Landesvater Manchmal denke ich, die Vox... Brauchen wir Geld? Hier! Vielen Dank. Warum gibt es eine Toilette für Farbige und eine für Weiße? Ist eben so. Das macht's doch nur unnötig kompliziert. Wollen Sie unbedingt, dass wir verhaftet werden? Ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass ich mit da reinkomme. Als Junge hatte ich einen Hund namens Bill. Und wie alle Hunde war Bill ein loyaler Freund. Hätten wir ihn nicht gefüttert, Bill wäre loyal gewesen. Alles okay. Bill wäre loyal gewesen. Erst wenn der Farbige dies von sich behaupten kann, wird er seinen Platz in der Gesellschaft finden. Thank you.
dass du rumrennst und sämtliche Mädchen abküsst, ist eine Sache. Aber die kleine Mary McCarthy? Und diese schreckliche Erin O'Malley? Wenn dein Vater das erfährt. Ah, schlimm genug, dass er diese Kartoffelfresser bei sich beschäftigen muss. Oh, Frederick, du bringst mich noch zur Verzweiflung. Ich schwör's, der Service hier wird von Mal zu Mal schlechter. Sie geht arbeiten, oder? Ja, bei einer Zeitung. Ja, Frauen von heute machen das wohl so. Annabel? Wie bitte? Annabel, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabel. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Letzter Kunde. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Ja, diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Vorsicht, hier ist frisch gekehrt. Ach, Verzeihung. Wenn Sie es eilig haben, gehen Sie ruhig vor. Haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Ich glaube schon. Dann, einmal bitte. Was macht das? Einen Silberigel. Oh. Okay. Was, Kumpel? Ich weiß nicht. Ich vermute, er hat eine Waffe. Er ist bei ihr. Na, wir schlagen zwei Fliegen mit einer. Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister, Sie werden sich Ihren Anzug noch mit Senf bekleiden. Verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Entschuldigung, wird man hier mal bedient? Sicher, Sir. Sorry wegen der Warterei. Was soll denn das? Schnapp Sie! Gehen Sie weg von mir! Elizabeth!
magische Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar, aber wieder einmal beweist sich die seherische Kraft des Propheten. Die Zielperson unserer Aktion muss lebend gefasst werden. Stirbt sie, stürzt sich der Vogel auf uns. Und der hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Das war schon die sechste Zigarette. Das Warten ist unerträglich. Hurensohn, Elena. Ich fühle mich schon besser. Monate und Jahre wurden zu Erinnerungen und die Männer im Kongress bekehrten sich zum Guten. Und durch menschliche Technologie und Geld aus Washington schuf der Herr Columbia nach seinem Willen und erhob die Stadt weit über das Sodom unter uns. Alle tot. Sie haben sie umgebracht. Elizabeth, ich... Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Was? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Aber ich lasse mich ganz bestimmt nicht mehr so überrumpeln. Zeigen Sie mal die Hand. Ah. Was da eben passiert ist. Ha.
nicht alles, habe ich recht? Ich weiß es nicht. So. Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich, sie fürs Diesseits zu bewahren.